So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zur 49. Folge der FIFA 18 Karriere mit Inter Mailand. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute also der vierte Spieltag in der Champions League Gruppenphase. Und der aufmerksame Zuschauer weiß, und derjenige, der gerade im Hintergrund einfach mal eine Tabelle lesen kann, heute ein Sieg gegen ZSKA und es sieht sehr, sehr gut aus mit dem Einzug in die nächste Runde. Hängt ein bisschen noch davon ab, wie PSG gegen Leverkusen spielt, glaube ich. Weiß ich gar nicht, aber soll uns scheißegal sein. Heute einen Dreier und wir stehen mit einer großen Wahrscheinlichkeit in der nächsten Runde. Das ist das Positive. Dementsprechend wollen wir das Ganze heute auch positiv angehen. Wenn es euch wieder gefällt, lasst mir sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr nichts. Und checkt wie immer auch gerne mal im Livestream vorbei. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Wir werden auch heute, glaube ich, mal wieder einen Part machen, Jungs. Wo wir, glaube ich, kein einziges Spiel spielen werden. Ihr seht es im Hintergrund. Wir haben jetzt insgesamt einige Matches vor der Partie. ZSKA Moskau bei all dem brutal geil alles, was ich gerade angesprochen habe. Nichtsdestotrotz werden wir die Partie simulieren. In der Champions League, das sieht soweit ganz gut aus. Dann haben wir Chievo Verona in der Serie A. Dann haben wir die Länderspielpause mit Uruguay und China. Und dann haben wir noch Bologna zu Hause, bis dann PSG wartet. Und da müssen wir einfach mal schauen, wie heute der Spieltag gegen ZSKA verläuft. Weil eventuell werde ich sogar das Spiel auch noch simulieren. Das heißt, heute ein ganz, ganz großer, ein ganz, ganz langer, was heißt ein ganz langer, aber ein Simulationspart mit einigen Spielen, der heute vor der Tür steht und dementsprechend gameplay-technisch eher weniger was. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Vielen Dank auch wieder für die ganzen Kommentare im letzten Video. Unter anderem Sick Impact hat geschrieben, man merkt echt, dass die KI viel schneller ist als deine Spieler. Meiner Meinung nach solltest du die Geschwindigkeit der KI-Spieler wieder ein bisschen drosseln. Das werden wir auch gleich machen. Das ist ein ähnliches Thema, wie wir es auch schon in der Karriere mit Dingens gehabt haben, mit Magdeburg. Ich mache die, glaube ich, sogar auf, ich mach mal auf 55. Weil klar, das ist natürlich etwas, was wir nochmal so ein bisschen runternehmen sollten, damit das jetzt nicht komplett überhaupt nicht in dem Verhältnis steht, dass, keine Ahnung, irgendwie Mertesacker auf einmal schneller ist als ein Ronaldo, übertrieben gesagt, ihr wisst, was ich meine. Dementsprechend, das sehen wir runter, das passt. Hätte ich aber auch so gemacht, hatten wir ja schon, wie gesagt, bei Magdeburg mit übernommen. Dann nehmen Miranda und Icardi mit auf die Bank beim nächsten Spiel. Die können eigentlich schon wieder. Die sind, glaube ich, soweit ich weiß, noch angeschlagen. Aber ich werde jetzt in der nächsten Partie... Ja, nee. Die sind sogar komplett wieder da. Dann können wir die heute eigentlich mal wieder bringen, ne? Da habt ihr recht, Freunde. Dann können wir die eigentlich heute mal wieder bringen, damit die sich so ein bisschen dran gewöhnen. So, also wir haben ja jetzt hier nicht komplett den Stress, dass wir die Partie unbedingt gewinnen müssen, ne? Selbst mit einer Niederlage sieht es ja trotzdem noch gut aus. Deswegen können wir das relativ entspannt angehen und dann bringe ich die mal wieder rein. Werden wir tun. Und was habe ich? Ich habe noch irgendwas gelesen, was ich euch auch noch vorlesen wollte, unter anderem, was ich hier mit reinnehmen wollte. Das ist jetzt nur die Frage, was es war. Das ist jetzt nur die Frage, was es war. Es war nochmal die Simulation. Ich habe hier nebenbei nochmal kurz alles offen. Ich glaube, sonst war nichts, was ich jetzt unbedingt hier mit reinnehmen wollen würde überhaupt. Ach ja, genau, bezüglich der Formation noch. Aber das ist natürlich jetzt in dem Part eher ein bisschen uninteressant. Dass wir die soweit wieder ändern können. Ich werde jetzt trotzdem in der Simulation nochmal mit der Geschichte hier auflaufen. Aber ja, das soweit dazu. Das Einzige, was wir tun können, ich kann nochmal Alex Arnold bringen. Dann nochmal ein bisschen durchtauschen. Und sonst lasse ich's. Sonst lasse ich's, Jungs. Also, dann passt das soweit. Dann gehen wir da jetzt erstmal rein. Wie gesagt, heute der ganz, ganz große Simulationspart, wenn man so will. Mal schauen, wie wir das Ganze hinkriegen. Dann werden wir uns natürlich auch nochmal kurz die Tabelle anschauen der anderen Gruppen in der Champions League. Denn das ist natürlich jetzt so ein Spieltag, der vierte, wo man dann schon so langsam mal weiß, für welche Vereine es in welche Richtung geht. Und für uns geht's schon mal in eine gute Richtung. Gleich mal das wunderbare 1:0 nach gerade mal ein paar gespielten Minuten. Das ist doch wunderschön. Kurz vor der Halbzeit. Mal schauen, ob wir noch ein zweites nachlegen können. Das wäre dann natürlich perfekt. Golovin macht das 1:1. Aber Milinkovic-Savic 2:1, Goretzka 3:1. Damit sollte das, denke ich mal, durch sein. Damit sollte das durch sein. So schaut's aus. Da wird jetzt in den letzten Minuten ja nichts mehr passieren. Das wäre zu krass. Heißt, wir nehmen einen 3:1-Sieg mit. Der vierte Sieg im vierten Spiel. Das ist halt richtig stark. Mit Inter in der Champions League. Freunde, darüber kann man sich freuen. Das heißt, wir gehen mal kurz rein. Schauen mal in die Champions League. Euroleague. Wollen wir die Euroleague? Euroleague können wir auch nochmal kurz schauen, Jungs. Ist das, obwohl, da ist soweit noch nichts Neues passiert, ne? Da ist soweit ja noch nichts passiert. Doch! Oder? Egal, ich gehe nochmal kurz voran. Dann haben wir nochmal einen Spieltag mehr. Dann können wir da alles mal abchecken, auf dem neuesten Stand der Dinge sein. Blablabla, bla, bla, ihr wisst Bescheid. Schaut euch mal an. Was haben wir schon gemacht? Wobei, ich kann Musacchio nochmal mitnehmen wieder. Für Mascherano war das, glaube ich. So, Rest checken wir ab, das ist in Ordnung.
Schaut euch einfach mal an, wie Juve da ist, ne? 8 Punkte mittlerweile Vorsprung auf uns, 7 auf die Roma, das ist schon krass. Das ist schon krass. Das ist schon brutal, wie die da aktuell wegmarschieren. 1 Unentschieden und 9 Siege aus 10 Spielen. Das ist ein bombastischer Wert, den die alte Dame da hat. Aber da wollen wir irgendwie rankommen. Okay, wir gucken jetzt mal. Und sie haben verloren. Und Juve hat zum ersten Mal verloren. Also, Euroleague. 4 Spieltage gespielt. Wir gucken mal. AS Rom, Feyenoord sind soweit relativ safe durch. Die einzigen, wobei es könnte rein theoretisch noch irgendwas passieren mit Feyenoord, aber das sieht eher dumm aus und eher unlogisch. Villarreal und Utrecht, sieht ganz gut aus. Utrecht streitet sich noch mit Braga. Villarreal mit der nahezu perfekten, wie sagt man, Gruppenphase bisher. Alles gewonnen, 12:2 Gegentore, fast auch noch zu 0, das wäre der Wahnsinn. Sevilla und Ajax auf 1 und 2, Liga Warschau hat da noch die Chance, ein bisschen ranzukommen. Everton und Saloniki, oh, das ist eine enge Gruppe. Malmö auf 3 mit 5 Punkten, Sparta Rotterdam mit 2. Dann haben wir Betis Sevilla, die schon durch sind. Ziemlich, ja, Trabzonspor, Genk. Nizza mit 4 Siege aus 4 Spielen. Salzburg, Mainz noch irgendwie mit der Chance, da vorbeizuziehen. Und die St. Pets. Dann die Gruppe G mit Lazio, auch eine perfekte Gruppenphase. Guimarães mit 7 Kopenhagen, 4 Großenburg, 4 Spiele, 4 Niederlagen, da lief es richtig bitter. In der Gruppe A Bologna, Maritimo, Wien und Saint-Étienne, da ist noch einiges drin. Und die wichtigste Gruppe, Freunde, schade. Basel auf 1, City auf 2 und da ist eigentlich schon alles durch. Da ist alles durch. Panathinaikos raus, Kiel auch raus. Kiel mit einem Unentschieden, was sie geholt haben. Entweder gegen Basel oder gegen Panathinaikos muss es gewesen sein. Aber da funktioniert leider nichts mehr. Die werden da nicht mehr weiterkommen. Gruppe J mit den Spurs. Ein Gegentor, beste Abwehr der Europa League dann dementsprechend. Zulte, Waregem, Krasnodar und Midtjylland. Was eine wunderschöne Gruppe. Plus Celtic mit Galatasaray auf 1 und 2. Lokomotive Moskau und Co. Und wir haben ja noch die Gruppe L mit Köln. Mensch! Hunderte außen Gruppen. Aber was uns ein bisschen mehr interessiert, ist natürlich die Champions League. So, unsere Gruppe, die kennen wir soweit, ja. Dadurch, dass wir gegen PSG und gegen Leverkusen die Hinspieler gewonnen haben, muss das eigentlich reichen. Na, ich glaube, da geht's da nicht sogar um den direkten Vergleich. Es wird eigentlich auch ziemlich safe reichen. Ich meine, PSG spielt jetzt noch gegen uns und gegen Moskau und Leverkusen spielt gegen uns und gegen Moskau. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das stimmen. Das heißt, wir können am Ende irgendwie theoretisch schon noch alle bei 12 Punkten stehen. Aber ja, das kriegen wir hin, Jungs. Da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Jetzt bin ich außerdem in der Europa League wieder geschwupst. Gruppe B, Atletico Madrid mit Eindhoven, Schachtja Donetsk, Arsenal. 1 Sieg aus 4 Spielen, das ist natürlich zu wenig, aber noch ist alles drin. Gruppe C, Barca vor dem AC Mailand, Fenerbahce und Porto ganz hinten mit 0 Punkten. Liverpool in Gruppe D vorne, Juve und Wolfsburg streiten sich um Platz 2. Dann haben wir Real mit 10 Punkten, Benfica mit 5, Napoli 4, Brügge 3. Da ist noch alles drin im Kampf um Platz 2 in Gruppe E. In Gruppe F die Bayern mit 10 Punkten, ziemlich safe durch. Sporting beschickt das und Marseille dahinter. Das sollte für die Bayern eigentlich nichts mehr anbrennen. Genau, hier nicht so ganz genauso. Das ist wieder eher ein bisschen enger. Chelsea, Sociedad, Rangers und Dortmund. Hui, 5 Punkte trennen den ersten vom letzten nach 4 Spielen. Das ist krass. Und in Gruppe H, United auf 1, Zenit auf 2 mit 9, Monaco mit 4. Schalke mit einer desaströsen Champions League-Saison. 4 Spiele, 0 Punkte. Das ist bitter. Das ist sehr bitter. Aber gut, damit haben wir soweit jetzt erstmal die letzten Daten wieder aufgefasst und sozusagen sind wir mal wieder auf dem letzten Stand der Dinge, das passt, und auf dem neuesten Stand der Dinge vor allem. Gehen wir gleich rein, Chievo Verona, ich werde unverändert spielen, Jungs. Chievo Verona zuletzt mit Unentschieden ohne Ende, 3 Stück an der Zahl, mal schauen, ob wir diesen Streak durchbrechen können, das wäre natürlich ganz, ganz wichtig, heute die nächsten 3 Punkte mitzunehmen. Mecciaroni 1-0, Alexander Arnold rot. Das ist denkbar ungünstig. Gibt es hier eine bittere Niederlage, Jungs? Mecciaroni 2-0, es sieht danach aus. Es riecht nach einer Niederlage, außer hier passiert jetzt noch ein Wunder. 10 Minuten noch. Das ist bitter, Freunde. Wir verlieren auswärts bei Chievo Verona mit 2-0 und das an dem Spieltag, an dem Juve auch scheinbar das erste Mal verloren hat und wir die Chance hätten, richtig anzugreifen. AS Rom spielt auch nur unentschieden. Was ein Spieltag. Da wäre was drin gewesen. Aber gut, wir haben gesagt, wir wollen in dem Projekt immer mal wieder ein bisschen simulieren, deswegen tun wir das natürlich. Aber das ist eine bittere Pille, Freunde. Das ist eine sehr, 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 sehr bittere Pille. Da hätten wir heute auf Platz 2 springen können, den Rückstand auf 5 Punkte verkürzen können, stattdessen alles beim Alten. Aber gut, was willst du machen? Schauen wir mal rein, Alexander Arnold gesperrt für ein Spiel, was auch immer der da getrieben hat.
So, dann sind hier nochmal abgestellte Spieler am Start, das passt. Heißt, wir haben jetzt eben schnell die beiden Freundschaftsspieler mit Argentinien. Wir werden uns natürlich die argentinische Mannschaft mal anschauen. Die meisten kennen wir. Und werden die natürlich auch simulieren, die Spieler. Das interessiert mich jetzt eher weniger. So, ein 3-4-3, Jungs. Mit Gaitán, Agüero, Messi. Gomez, Bilia, Dybala, Di Maria, Fazio, Musacchio, Rojo. Okay, da würde ich ein bisschen umstellen, glaube ich, oder? Ich glaube, da würde ich ein bisschen umstellen, Jungs. Auf ein... Boah, das ist eine gute Frage, auf was ich da umstellen würde. 4-1-2-1-2, kompakt. Am besten so ein bisschen irgendwie eigentlich... Oder die 4-3-1-2, das geht auch eigentlich. Ich glaube, die geht auch an sich, klar. Schauen wir mal eben. Schauen wir mal. Tagliafico auf links hinten, Gomez auf rechts, Musacchio mit Rojo. Würde ich sagen, mit Otamendi. Otamendi mit Musacchio lassen wir da erstmal spielen. Gut, dass ich als United-Fan den City-Spieler bevorzuge statt einem United-Spieler. GG. Bilia. Dann daneben Pastore. Pastore, Bilia. Puh. Lanzini vielleicht? Boah, das ist echt schwierig, ne? Higuain, Agüero, Messi. Aber ich kann doch hier nicht Dybala reinpacken. Oh Gott, Jungs, ist das krass. Nee, wisst ihr, was wir machen? Wir machen 4-2-2-2. Wird die hier genauso ausgeschrieben? Ja. Lass uns doch die machen. 4-2-2-2 mit Messi, Dybala, Agüero, Higuain, Bilia, Pastore. Ui, 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 ui. Das ist mal, ja, das, also so kann man durchaus mal spielen. Icardi haben wir ja auch noch. Ey, was die da am Start haben, ist unglaublich, oder? Und Rojo haben wir natürlich auch noch. Und Di Maria, oh. Würde ich erst statt Garay mitnehmen. Das ist krass, Jungs, oder? Ja, let's go. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, wie wir dann mit den Argentiniern, wenn es denn mal zu dem Turnier dann irgendwie noch kommt, inwieweit wir da mal spielen sollten. Aber machen wir mal im 4-2-2-2, ich bin gespannt. Uruguay zuletzt mit einer Niederlage gegen Kanada, ein 0-0 gegen Paraguay. Also bei denen läuft es nicht so wirklich gut. Schauen wir mal, aber geht natürlich nur um die goldene Ananas dementsprechend. Einfach mal gucken, was passiert. Wäre natürlich stark, wenn wir gleich zu Beginn in so einer Partie gleich mal den Sieg mitnehmen bei unserer allerersten Station, beziehungsweise in unserem allerersten Match mit Argentinien. Cavani macht aber das 1-0, der hat was dagegen, der Kerle. Schauen wir mal, ob wir da nochmal dagegen kommen. Higuain mit dem Ausgleich 1-1, 10 Minuten noch auf der Uhr. Gibt's noch den Lucky Punch, es gibt den nächsten 1-1 zum Start, zum Einstand, das ist in Ordnung, damit kann ich leben. Und dann haben wir noch die Partie gegen China. Die sollten wir dann, wenn es geht, schon eigentlich gewinnen. Ich werde auch da erstmal unverändert wieder spielen. Aber das sollten wir dann eigentlich schon, glaube ich, hinkriegen. Neuseeland 3-1 besiegt, Venezuela unentschieden und gegen die Elfenbeinküste verloren. Das soweit die letzten Partien der Chinesen. Das sollte dann schon so ein 2-3-0 werden, meiner Meinung nach. Aber mal gucken. Higuain 1-0, 25. Minute. Gehen auch mit der knappen Führung erstmal in die Pause. Icardi kommt für Agüero und der Elfmeter für Xang Xije oder so, der das Tor macht. Musacchio aber wieder mit dem 2-1, Dybala 3-1. Jetzt geht das in die Richtung, wie wir es uns vorgestellt haben. Messi kriegt da nochmal gelb. Messi noch ohne Tor, glaube ich, oder? Messi noch ohne Tor für uns bisher. Eieiei. Ladehemmung bei Messi, Freunde. Aber nicht so schlimm. Passt. Dementsprechend, lass uns kurz reingehen. Werden wir nochmal ein bisschen simulieren. Da machen wir jetzt mal wieder die... Was hatte ich? Ich glaube, ich hatte die... Was hatte ich denn zuletzt? Warte mal, was habe ich hier? Ich habe hier Upamecano von Heusen Arnold. Das ist die Defensive. Das heißt, wir bräuchten mal wieder die Offensive hier. Let's go, mit Pinamonti und wie sie nicht alle heißen, ne? Lass einfach einmal kurz drüber wischen, ne? Okay, Beweglichkeit geht bei Pinamonti ein bisschen hoch. Stellungsspielabschluss auch nochmal, das ist in Ordnung. Bei unserem Youngster, der vielleicht demnächst mal ein paar Minuten bekommt. Allerdings sind wir in der Stürmerposition mittlerweile echt stark aufgestellt, ne? Da kann man sich absolut nicht beschweren. So, Bologna vor der Tür, Jungs. Alexander Arnold natürlich mit der roten Karte, muss erstmal raus. Cancelo darf wieder rein. Unser Starspieler. Da haben wir gegen Chievo Verona ein bisschen zu hoch gepokert vielleicht mit dem Durchwechseln. Milinkovic-Savic raus. Bringe ich mal wieder Brozovic. Wobei, nee, muss ich schon... Nee, kann ich, glaube ich. Oh, nee, der hat eine bessere Form. Lass ich mal drin. Perisic, Lanzini, Belotti, Icardi, Dalbert, Miranda, Skriniar. Das, denke ich, geht dann auch klar. Von den Verletzten Rugani noch angeschlagen. Will ich aber nichts riskieren. Ihr kennt mich. Kondogbia kommt hier erstmal raus.
Und dann passt das soweit eigentlich ganz gut. Ja. Das Einzige, was ich nochmal machen werde, ich glaube, ich werde wieder umstellen mal auf die... was hatten wir? Wir hatten die 4-3-1-2. Let's go. Belotti, Icardi, Perisic. Nee, wir machen, dann machen wir so. Dann spielen wir es mal wieder so, Jungs. Ich glaube, wir hatten die in dieser Reihenfolge. Ich würde sogar eher Milinkovic-Savic da hinstellen. Dann lass uns das Ganze mal wieder so angehen. Lanzini bringe ich sogar mal statt Perisic wieder rein. Und dann passt das, ja. Also, wieder die andere Formation, auch wenn es nur eine Simulation ist, stelle ich die jetzt erstmal so weit ein bisschen um. Und dann gucken wir mal, ob wir gegen Bologna Erfolg haben können. Bologna aktuell mit, wo sind die denn? Hier, auf Platz 11. 11 Spiele, 15 Punkte. Und ihr seht es an der Tabelle, wir brauchen unbedingt die 3 Punkte, ne? Also, wir sollten es uns jetzt nicht so mehr verscherzen. Spieler ist auskuriert, sehr schön, Rugani. Und Meloni fragt mich, ob er wieder mal großartig spielen darf. Das wird aber leider eher nicht der Fall sein, mein Freund. Dementsprechend, das tut mir sehr leid. So, Simulation. Let's go. Zuletzt alles 3 mitgenommen, die Niederlage, den Unentschieden und den Sieg. Von mir aus darf es aus Sicht von Bologna gerne mal wieder... Lol, Cancelo verschießt, Cancelo macht das Tor. Also, ich glaube auch ehrlich gesagt, wir haben dann den anderen Elfmeterschützen eingestellt, oder? Das ist, glaube ich, ein bisschen buggy in der Simulation. Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und wisst und tut. Wer die mit dem 1-1... Bitte lasst uns jetzt hier nicht das Spiel verlieren, Freunde. Dann sieht's bitter aus. Dann ist es absolut kein erfolgreicher Part. Cancelo trifft per Elfmeter. 3 Elfmeter in dieser Partie. Boah, einmal ganz tief durchschnaufen. Cancelo, einen verschossen, einen getroffen. Am Ende reicht's für einen 2-1-Sieg. Das war jetzt ein bisschen knapper, als ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Aber Hauptsache ein Sieg, das ist das Allerwichtigste. Gucken wir uns mal eben schnell an. Pinamonte geht hoch auf eine 69. Sehr nice. Das gucken wir uns jetzt mal eben schnell an, ob der da vielleicht doch standardmäßig drin ist. Das wäre natürlich dann ein bisschen dumm von mir. Das sehe ich hier wieder. Dann rollen. Kapitän, Elfmeter. Nee, hier seht ihr, Elfmeter ist hier Belotti drin. Keine Ahnung, aber das ist dann irgendwie ein bisschen buggy bei den Simulationen, warum die dann auch immer Cancelo schießt. Unsere Ziele sind gefährdet. Das Fördern der Nachwuchsarbeit. Verpflichte über 2 Saisons mindestens einen Spieler aus deiner Jugendakademie in der ersten Saison und sorge in der Folgesaison für mindestens 50% Einsatzquote. Verbleibende Saisons 1, Teilnahmeberechtigt 9. Heißt, die muss ich ein bisschen mehr einsetzen hier, aber das ist halt schwierig. Also das sind immer so Ziele, ne? Das ist schon irgendwo ein bisschen schwierig. Sonst sieht das doch einigermaßen ganz gut aus. Über 3 Champions League Saisons Halbfinale erreichen. Okay. Kurzfristig Champions League Finale erreichen, okay. Copa Nationale, Pokalsieg, okay, Ligameister werden, okay, Triple. Die fordern eiskalt das Triple hier, ich werde bekloppt. So, Pressekonferenz, gehen wir nochmal rein. Motiviere ich unsere Jungs vor der Partie gegen PSG. Sperre abgelaufen und Milinkovic-Savic ist wegen zu vieler gelber Karten gesperrt. Bitter. Aber halb so wild, weil gegen PSG darf er spielen und gegen PSG werde ich auch nochmal meine Top-11 ranchecken. Da werden wir nochmal Vollgas geben. Ihr wisst, ein Unentschieden reicht uns. Die Partie werden wir dementsprechend simulieren. 2 Spieler sind weg. Das ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Und dann würde ich sagen, gehen wir es an. Mal schauen. Wenn Leverkusen gegen Moskau zeitgleich patzt, also nicht dreifach punktet, dann ist es auch schon durch. Das heißt, wir brauchen jetzt einfach noch irgendwie einen Punkt. Dann schaffen wir es aus eigener Hand. Wenn nicht, wenn irgendwann jemand anders patzt, dann haben wir es auch. Aber wieder ist es Cavani. Erst im Länderspiel getroffen, jetzt hier Miranda mit dem Ausgleich. Aber das wird halt alles andere als einfach. Ne? Zu Hause gegen PSG. Wird krass. Halbzeit ist rum. 1-1. Upamecano für Miranda. Warum, Co-Trainer? Warum? Goretzka 2-1. Cancelo kriegt gelb. Goretzka 3-1. Freunde, marschieren wir hier durch diese Champions-League-Gruppe mit der perfekten Ausbeute. Leverkusen gewinnt zeitgleich. Heißt, Paris ist jetzt verdammt nochmal unter Druck. Aber unfassbar unter Druck. Das ist krass. Schauen wir mal ganz kurz rein in die Champions-League-Gruppe. Schaut euch mal das an. Schaut euch jetzt mal das an, wenn es mal hier laden würde. 15 Punkte, wir sind damit auch schon safe Erster. Leverkusen mit 9 Punkten. PSG mit 6 und Moskau mit 0. PSG spielt gegen Moskau, das heißt, sie können da gewinnen. Wir spielen gegen Leverkusen. Wenn wir unentschieden gegen Leverkusen spielen sollten, wäre Leverkusen durch, wäre PSG raus. Könnte man jetzt natürlich ein bisschen bescheißen und sagen, ja komm, lass das mal machen. Dann haben wir schon einen krassen Champions League-Favoriten weniger. Aber so sind wir nicht. Trotzdem werden wir wahrscheinlich die Partie gegen, was heißt wahrscheinlich, ziemlich safe simulieren. So, Bordeaux will Ansaldi.
Werde ich mal aber ablehnen, weil ich kann mir aktuell, muss ich ganz ehrlich gestehen, so ziemlich keinen besseren Verteidiger vorstellen, der auf der Linksverteidigerposition Backup sein soll. Deswegen, Ansaldi bleibt mal schön bei uns mit seinen 32. Das passt sehr schön, der gefällt mir da. Auch wenn er nicht alle Spiele macht, um Gottes Willen. Dann simulieren wir nochmal voran. Torino steht vor der Tür. Könnten wir eigentlich auch nochmal mit in diesen Part reinnehmen. Werde ich, glaube ich, auch. Und dann werden wir das nochmal simulieren. Oder? Ja, schauen wir mal. Je nachdem, wie lange es jetzt dauert mit dem Jugendbericht. Die haben sich alle nochmal so ein bisschen verbessert. Justus Albrecht, der Keeper. Er hier auch. Blagoje Brajkovic. 63er Rating. Sebastian Wolf im LM. Das ist schon Wahnsinn, ne? 62er Rating. Becker, der ist halt einfach mal 50. Ich meine, der ist schon krass. Aber schaut euch den an. 92er bis 94er Potenzial. 15 Jahre und eine 62. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Der ist 16 mit einer 61, genauso genial. Das sind schon ein paar hammerhart geile Spieler mit dabei, da kannst du nichts sagen. Und es werden immer mehr geile. So, schauen wir mal. Der hier könnte ganz interessant werden. Den können wir auf jeden Fall mal ablehnen. Den können wir ablehnen. 70 bis 94 kann ich mal verpflichten. Ich glaube auch den werde ich mal eher ablehnen und die beiden werden wir auch ablehnen. Dann werden wir da mal noch eben schnell soweit durchrushen. Arthur Haas. Was ist das? Schon transferiert. Achso, der ist gewechselt. Ach, den kann ich dann gar nicht mehr ablehnen. Deswegen, ich dachte mir schon. Ablehnen. Auch schon transferiert. Ablehnen. Was bringt der uns denn da für Talente an? Das hat doch mit Talent nichts zu tun. Das hat doch bei Inter Mailand hier nichts zu suchen. Senior Schweizer. Das ist doch eine Frechheit. Der wäre noch am ehesten. Lukas Eberle. Lass mal einfach mal so weiter drin. Die anderen zwei brauchen wir nicht mehr. Werden weiter beobachtet. Das passt. Und dann noch last but not least der Italiener, Freunde. Der darf natürlich auch nochmal ran. Ablehnen. 71 bis 93 mit 15. Aber relativ schwieriges Start-Rating. Deswegen ablehnen. Ui. Alessio Romano. Lass dich mal noch beobachten. Potenzial geht halt nicht über den 90 leider. Beobachten. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Beobachten. Schauen wir mal. Weg damit. 15. Lassen wir auch mal schauen. Aber auch nicht so das geile Startrating wahrscheinlich. Und 17, der kann auch weg. Okay, dann haben wir das soweit mal aufgeräumt, Jungs. Dann passt das soweit. Sehr schön. Dann kann ich das löschen. Perisic möchte spielen. Müssen wir dann mal schauen. Und Bardi. Komm, dann lass doch noch die eine Partie machen, ne? Da werde ich wieder ein bisschen durchwechseln. Zum Teil auch müssen. Milinkovic-Savic. Dann bringe ich hier mal Kondogbia wieder. Perisic für Lanzini. Icardi, Belotti. Das passt. Wird kein leichtes Spiel. Deswegen gehe ich da auch mit der Top-11 an. Okay, let's go. Dann nehmen wir das nochmal mit rein als letztes Spiel. Dann war das heute ein komplett reiner Simulationspart, Freunde. Simulation, ne? Gegen die Jungs. Oh, die hatten zuletzt den 2-1-Sieg gegen den AC Mailand. Ich weiß noch gar nicht genau, wo Turin steht. Das wird alles andere als leicht. Aber, wie gesagt, ich möchte in dieser Saison ein bisschen simulieren. Damit wir da ein bisschen Kontrast zur Magdeburg-Karriere haben. Und dann passt das. 1-0, Jajic mit dem Elfmeter. Das ist unfassbar, was aktuell an Elfmetern am Start sind. Barica kriegt gelb, Bianco auch schon mit gelb. Boah, 2-0. Puh. Brozovic mit dem Anschluss. Geht da nochmal was? Kommt schon, Jungs. Reißt euch zusammen. 20 Minuten auf der Uhr. 10 Minuten. Schade. Noch eine Niederlage in dem Part. Wisst ihr, die Partien, die wo eher so uninteressant sind, die gewinnen wir. Gegen China, ja. Das Unentschieden gegen Uruguay. Der Sieg gegen PSG. Auch alles geil, aber alles eher unwichtig. Und da, wo es drauf ankommt, aktuell nämlich in der Liga, da fahren wir nur einen Sieg aus 3 Spielen ein, beziehungsweise nur 3 Punkte aus 3 Spielen, was natürlich viel zu wenig ist. Heißt, der Abstand auf Juventus-Turin wird größer und größer und größer. 11 Punkte mittlerweile. Also da müssen wir in Zukunft gucken, wie wir da rankommen. Da müssen wir wieder ein bisschen mehr spielen, scheinbar. Sonst funktioniert das nicht, die da auch noch 2-0 gegen AC Mailand gewonnen haben. Also auch nicht so schlecht. Aber gut, Jungs, ich würde sagen, ich verabschiede mich soweit erstmal von mir aus, von euch für heute. Etwas spontaner, späterer Part.
Nicht wundern, dass der ein bisschen später online kommt. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Ich würde mich freuen. Checkt die Links in der Videobeschreibung für ein bisschen mehr Sachen wie Livestreams und Co. Schaut da auch gerne vorbei. Und dann bin ich erstmal raus. Wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag. Macht's gut. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.